Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bed Wars auf meinem Kanal. Heute wieder mit dabei, der Onkel Aldi aka Tim. Moin. Moin. Wir spielen heute auf der Map Tibis. Und ja, ich glaube, der eine Alex leckt ein bisschen, ne? Minimal. Wow, der kriegt ja mit der Hand mal so richtig viel Knockback. Okay. Brauchst du noch Blöcke? Nee. Ich hab jetzt irgendwie alles so ein bisschen weggesnackt. Alles gut, hör mal. Hab ja auch was bekommen. Blau zieht direkt so einen Targeterweg zu Pink von außen. Ich hab mich mal herangeschlichen. Und irgendwer hat auch eben direkt zur Mitte gebaut, da müssen wir auch gucken. Ja, die sind aber noch nicht da. Fuck, er hat mich gesehen. Scheiße. Kacke. Wir müssen halt aufpassen, weil Blau den Weg zu Pink hat, ne? Achtung, ein Grüner kommt, der ist aber, naja, nicht sehr fähig. Sag okay. Ich mal so. Das heißt, mit einem Schwert sollte ich den easy machen? Ja, kannst eigentlich auch die Hand rausholen. Okay. Waren das die, die in der Mitte gebaut haben? Ja. Okay, nice. Die haben direkt, nur das Schiff in die Mitte. Also ja. 2010 gebaut. 2010er Challenge? Da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, aber es ist halt wirklich so, man. Damals hat das einfach niemanden gejuckt. Die haben einfach alle in die Mitte gebaut und nicht zum Nachbarn. Ja. So richtig dumm eigentlich. Die zum Nachbarn gebaut haben, waren direkt die größten Arschlöcher, direkt die richtigen Targeter. Ja, vor allem, es war einfach das Schlauste, was man hätte machen können. Weil das niemanden damals gejuckt hat. Ja. Und heutzutage. Und heutzutage macht man sich darüber lustig, wenn jemand direkt in die Mitte baut. Ja. So. Ich versuche dann mal sofort noch die Nachbarn von Blau zu kriegen, also Team Gelb. Die haben die nämlich nicht gekriegt. Ich glaube aber, die sind doch etwas kompetenter. Was? Junge, der geht mir noch 20 Meter unter der Base einen Hit. Achso, der ist mit runtergeflogen, okay. Aber Team Gelb scheint wirklich etwas kompetent zu sein. Okay. Müssen wir aufpassen. So. Ich gehe mal ein bisschen. Soll ich Gold saven oder? Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Naja, wir gucken. Gelb ist der Nachbar von Blau. Wir haben einen Weg zu Blau. Okay. Also einfach. Dann will ich mal gerade hinter dir mithelfen. Hier so mitlaufen. Ich droppe dir mal ein bisschen Eisen. Oh, die Gelben kommen. Ein Gelber ist hier jetzt über uns. Müssen wir aufpassen, dass der nicht zu uns durchrennt. Der ist unten, pass auf. Oder ist der nicht? Hey, wo ist der? Kein Plan. Durchgerannt ist er aber nicht, ich sehe da niemanden. Nee, außerdem hätte der sich ja hochtauern müssen dann. Ich geh mal einmal um die ums Zelt herum. Der ist hier nirgends. Ja, hier, ich hab ihn. Jo, ich seh ihn auch. Kriegst du ihn? Oh nee, der ist jetzt so blöd hoch. Nee, doch, jetzt hab ich ihn. Okay, okay, nice. Der ist down. Dann auf zu Gelb. Können wir das schaffen? Bob, der Meister, können wir das schaffen? Bob, der Meister, yo, wir schaffen das. So, da seht ihr jetzt gerade die alte Leidenschaft von Cody. Digga, ich hab die Serie damals, als ich so ein bisschen jünger war, so richtig gern geguckt. Solche Titel bleiben einfach im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Lebst du noch, oder? Ja, ich bin jetzt hier gerade zu Schwarz aber wieder gegangen, weil ich... Jo. Die holen wollte. Ah, der ist in der Mitte mit Bogen. Der Rusha Dude. Haben die schon kein Bett mehr? Oh, hier haben wir kein Bett mehr, okay. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass da keiner zu uns rennt. Von den beiden, ne? Huh! Okay, das war die dümmste Aktion, die ich hätte machen können in dem Moment.
Ah, ich habe halt noch ein halbes Herz. Okay, der wird schon mal gechatlockt. Chatlock. Ha! Ich habe ihn mit dem halben Herz die 5er-Kombo gedrückt. Oh man. Das sind immer die geilsten. Der eine schwarze. Sein, ne? Ja, ich. Sorry, Bro. Ich port mich mal zurück, weil mit einem halben Herz krieg ich nicht mehr. Ich wollte gerade fangen. Oh, so close. Das war richtig knapp. Junge, das war so ein richtiger Diss an ihn. Ciao, Bro. Weg. Aber ich glaube, er war eigentlich schon nah genug dran, er hätte mich schlagen können. Er hatte ja geschlagen. Achso, na, da hat er wahrscheinlich nicht getroffen, der Randy. Ja, okay. Habe ich mit der Piki geschlagen? Ich weiß es nicht. Weil falls ich mit dem Knockback-Stick geschlagen habe, war es sehr wenig. Brauchst du das eine Eisen? Das eine Gold? Nee, nee. Oder hast du es hier eins droppen lassen? Ja. Dann mach ich mir eine Eisenpicke. So. Okay, der Schwarze ist weg. Wurde gebannt. Hacker live gebannt in Aufnahme. Haha, jetzt weiß ich ja, wie man die Titel gestalten muss, ne? Genau. Easy. So, der Rote ist in seiner Base. Okay, ich glaube, das wird wieder eine Aufnahme, die wir easy bestanden haben. Ja, wobei der Rote hat einen Bogen. Das wird hier heute nochmal spannend. Oh. Wo ist denn der? Ach, da hinten ist der Rote. Hat der Aim oder ja nicht so? Der hat noch nicht mal angefangen zu schießen. Ich glaube, der ist einfach so inkompetent, der weiß gar nicht, dass ich da bin. Der hat gerade ein bisschen geschossen. Soll ich noch auf dich warten? Nö, ne, mach ruhig. Ich mache hier gerade F1 so für dich. Perfekt. Aha, easy, okay. Der war one hit. GG. Okay, ja. Das war's mit der Aufnahme. Schaut beim lieben Tim vorbei. Und ja. Hast du noch was zu sagen? Nee, hab ich nicht. Nee. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, das stimmt. Jo. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Tag euch noch und schönen Mittag. Ciao.